Hallo du, herzlich willkommen zu dieser Wochenbotschaft vom 12. bis zum 18.07. Ja, meine Lieben, wir sind mitten im Sommer und ich habe diesen wunderschönen Wildblumenstrauß hier bereitgestellt. Den habe ich selber gepflückt. Mal gucken, er nimmt vielleicht ein bisschen viel Platz weg. Mal schauen, ob wir gleich noch den ganzen Strauß ein bisschen zur Seite schieben müssen, damit die Karten auch zur Geltung kommen. Ja, so und jetzt wollen wir mal direkt starten und gucken, was denn die Hauptenergie ist für diese Woche. So, liebes Universum, was ist die Hauptenergie für die Woche vom 12. bis zum 18. Juli? Was ist die Hauptenergie? Diligenz, hier haben wir die Sorgfalt. Es geht darum, in Bezug auf etwas sorgfältig zu sein, vielleicht auch vorsichtig zu sein oder etwas mit Liebe und Hingabe zu machen, was dementsprechend auch bedeuten kann, geduldig zu sein. Ja, also die meisten guten Dinge im Leben brauchen Zeit, ja, brauchen Zeit, um heranzureifen, um in irgendeine Energie zu kommen, damit sie dann auch geerntet werden können, ja. Und das ist das, was mir diese Karte hier sagt. Ne, so wie diese Blumen hier zum Beispiel, die brauchen auch ihre Zeit, bis sie dann blühen. Und da muss man dann auch ein Jahr lang warten, bis zum nächsten Jahr, bis dann diese Blumen wieder herauskommen, ja. Also alles hat seine Zeit im Leben. Jetzt schauen wir mal, worum geht es noch in dieser Woche? Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg. Okay, hier wird es darum gehen, dass du in dein eigenes Vertrauen gehst, dass du dir selber vertraust, dass du dir auch selber etwas zutraust. Vielleicht wirst du hier vor etwas gestellt. Wir haben hier den Neumond, eine neue Aufgabe, die es zu bewältigen gibt, zum Beispiel irgendetwas, wo deine Power gefragt ist. Ja, also wo es darum geht, dass du auch deine Talente unter Beweis stellst. Deine Fähigkeiten, deine Fertigkeiten, um dann letztendlich erfolgreich zu sein. Aber ich krieg's auch so rein, es geht darum, du selbst zu sein, sei du selbst. Also diese Aufgabe oder das, womit du konfrontiert wirst in dieser Woche, da wird es darum gehen, dass du du selbst bist, dass du dir selber vertraust, dass du in deine eigene Kraft kommst. Wir schauen mal, worum geht es hier denn noch in dieser Woche? Vom 12. bis 18. Entdeckungsreise. Okay, interessant. Ich habe hier das Gefühl, du entdeckst auch dadurch etwas Neues, ne? Weil hier Neumond, wie gesagt, dann eben hier den Löwen, wo es eben um diese eigene Power geht, um die eigene Kraft mit der Entdeckungsreise, dass man hier mit Sorgfalt und Hingabe im vollen Vertrauen, im vollen Selbstbewusstsein hier eine Entdeckung macht, etwas Neues kennenlernt. Vielleicht wirst du vor eine neue Aufgabe gestellt in dieser Woche und dann wird es eben darum gehen, dass du in dein Selbstvertrauen kommst, dass du dir selber auch vertraust. Irgendetwas Neues. Sei selbstbewusst. Vielleicht lernst du einen neuen Menschen kennen. Dann geht es darum, selbstbewusst zu sein. Vielleicht hast du eine neue Aufgabe in deinem Beruf oder einen komplett neuen Beruf. Ja, so oder so, es geht darum, sei du selbst, mach das Ganze mit Hingabe. So, noch eine Karte bitte, liebes Universum, vom 12. bis zum 18. Worum geht es hier? Worum geht's? Geheimnisse, wow, okay, interessant. Gut, Geheimnisse, das sind für mich jetzt hier alles recht unterschiedliche Energien, wobei ich eher das Gefühl habe, Geheimnisse. Hast du Geheimnisse oder hat jemand anderes Geheimnisse? Vielleicht geht es auch darum, ein Geheimnis zu lüften, weil wir haben hier die Entdeckungsreise, das heißt, du entdeckst irgendetwas Neues. Wir haben hier die Sorgfalt, also mit sorgfältig auf irgendeine Sache zugehen, im Selbstvertrauen, mutig sein und eine Entdeckung machen. Also vielleicht erfährst du hier etwas Neues,
ein Geheimnis. Und da wird es darum gehen, dass du selbstbewusst bist, aber auch vorsichtig und sorgfältig vorgehst. Ja, also die gute Mischung hier zwischen diesen beiden Sachen. Jetzt bin ich schon ganz gespannt, was hier das Tarot dazu zu sagen hat, zu dieser Woche. Geheimnisse finde ich schon mal gut. So, liebes Universum, was kommt in dieser Woche vom 12. bis zum 18.? Wo wird hier das Selbstvertrauen gefragt? Was wird hier entdeckt? Um welche Geheimnisse geht es? Und was hat es hier mit der Sorgfalt auf sich? Worum geht's in dieser Woche? Worum geht es in dieser Woche? Ich bin schon ganz gespannt. Wow, okay, hier gibt es tatsächlich eine Überraschung. Hier kommt etwas plötzlich und überraschend. Das kann hier tatsächlich mit diesem Geheimnis zu tun haben, dass hier plötzlich etwas herauskommt, ja, weil Acht der Stäbe, das ist eine schnelle Karte. Das ist schnelle Entwicklung, das ist Kommunikation, das ist auch schnelle Weiterentwicklung. Also hier wird etwas kommuniziert, hier wird etwas zur Sprache gebracht und es wird auch etwas getan, ja, das ist auch die Entwicklung. Das ist das, was ich hier sehe. Also plötzlich kommt etwas raus. Wow! Das Ass der Münzen. Hier geht es wirklich um das große Glück. Es könnte sein, vielleicht plötzlich gibt es viel Geld. Ne? Vielleicht kriegst du auf einmal eine Auszahlung oder auf einmal ein Geldgewinn oder irgendetwas. Muss nicht unbedingt jetzt ein Geldgewinn sein, vielleicht irgendwas anderes. Plötzlich gibt es irgendetwas, ja. Ich nehme das hier positiv wahr, dass dieses Plötzliche, diese plötzlichen Nachrichten oder diese Nachrichten, die hier reinkommen, die haben etwas Handfestes. Da wird richtig was Handfestes, was Greifbares ist das, ja. Wenn hier zum Beispiel plötzlich was kommuniziert wird im zwischenmenschlichen Bereich, wird dir direkt ein Angebot gemacht. Zum Beispiel ein richtig tolles Jobangebot. Oder du bekommst auf einmal irgendetwas. Ich weiß es nicht. Du hast vielleicht bist du auf Wohnungssuche, willst umziehen, ja, oder suchst ein Haus, was auch immer, und plötzlich kommt ein Angebot. Oder im zwischenmenschlichen Bereich, ja, man kommuniziert hier und auf einmal wird ein Angebot gemacht, wie für ein Date oder ein Treffen oder sonst was. Also es ist etwas Greifbares, es ist was Handfestes, das ist nicht nur bla bla, das ist irgendwas, was in der Materie ist, was irgendwie greifbar ist, ne? Entweder tatsächlich, dass du etwas machst oder dass dir für dich etwas tatsächlich gemacht wird oder du irgendetwas bekommst. Das ist das, was ich hier sehe. Ne? Plötzlich kommt etwas durch die Kommunikation, was dich glücklich stimmt, wo du wirklich zufrieden damit bist. Wow, und die Welt auch noch. Also hier geht es wirklich darum, ans Ziel auch zu kommen. Vielleicht kommt ihr plötzlich ans Ziel, auf einmal kommt ihr ans Ziel zum großen Glück. Ja, auf einmal ist das große Glück da. Auf einmal kommt man hier zu seinem Ziel. Irgendwie so in diese Richtung. Das ist ja jetzt interessant. Okay, weiter geht's. Der König der Kelche. Okay, hier habe ich aber die weibliche Version vom König der Kelche. Es kann sein, dass hier was im emotionalen Bereich auf dich zukommt. Lasst mich mal weiterschauen. Ja, ich habe es schon vermutet, dass es eher was Negatives ist. Irgendwas kommt hier. Ich nehme es aber gar nicht so schlimm wahr. Es ist eher so im emotionalen Bereich, dass hier was ist, was dir irgendwie fehlt oder wo du nicht ganz mit zufrieden bist. So eine leichte Verstimmung, ja, also so leicht, so irgendwie so knatschig so ein bisschen, ja. Vielleicht hast du einfach nur kurzzeitig ein bisschen schlechte Laune oder bist ein bisschen verstimmt oder jemand ist dir auf den Schlips getreten oder sowas. Ich sehe es aber so, dadurch, dass wir hier den König der Kelche haben als weibliche Version, dass du hier recht standfest bist. Also, dass dich das gar nicht so aus den Socken wirft, sondern dass das eher was ist, was
wo du stabil bleibst in deinen Gefühlen. Ne? Du bleibst stabil, das ist nur eine kurzzeitige Sache, die hier reinkommt, die dich ein bisschen verstimmt. Gut, letzte Karte, König der Münzen. Okay, wieder als weibliche Version. Ich sehe das hier so. Ich möchte jetzt tatsächlich ein paar Karten hier klären, die für mich hier noch ein bisschen offen sind. Ich möchte nämlich wissen, was sind das hier für Geheimnisse? Was sind das hier für Geheimnisse? Worum geht es hier in dieser Woche? Welche Geheimnisse sind das? Was ist das? Geheimnisse, Rückzug. Hat irgendwas mit Rückzug zu tun. Lasst mich mal weiter gucken. Was hat das hier mit auf sich mit den Geheimnissen? Neuanfang. Aus dem Rückzug ein Neuanfang. Haha, okay. Aus dem Rückzug ein Neuanfang. Eine letzte Karte zur Erklärung, Geheimnisse. Okay, also ich nehme es ganz stark so wahr. Diese Geheimnisse hier. Ich habe das Gefühl, hier hat sich irgendein Mensch in deinem Leben zurückgezogen. Ja, ein Mensch hat sich zurückgezogen in deinem Leben, hat sich aus irgendeinem Grund davongestohlen. Ja, also ist irgendwie untergetaucht. Das kann ein Herzensmensch sein. Ja, das kann aber auch ein Freund, eine Freundin sein. Plötzlich hat man nichts von der Person gehört. Ob das jetzt nur eine Woche ist oder ob das ein paar Monate ist, ich habe das Gefühl, hier wird ein Geheimnis gelüftet, was in Bezug darauf, was damit zu tun hat. Und das hängt irgendwie damit an, dass man hier nochmal neu anfängt. Das könnte hier tatsächlich mit dem König der Kelche oder mit dem König der Münzen hier zu tun haben. Ich habe hier beides mal die weiblichen Versionen. Deswegen sehe ich es nicht unbedingt so, dass es hier ein Gegenüber ist. Ne? Ich sehe es eher als deine Energie. Ich habe aber das Gefühl, dass hier irgendwas Emotionales auf dich zukommt, womit du nicht ganz zufrieden bist. Und das könnte hiermit zusammenhängen, mit diesen Geheimnissen, ja? Dass jemand hier ganz geheimnisvoll verschwunden ist und dann geht es hier irgendwie darum, nochmal neu anzufangen, also irgendwie nochmal neu Kontakt aufzunehmen oder sowas in diese Richtung. Du bist hier aber mit etwas nicht ganz zufrieden. Also vielleicht bist du nicht ganz zufrieden mit der Antwort, aber ich sehe das eher so, dass es hier mit dem König der Münzen gut für deinen Selbstwert ist. Ja? Das ist hier gut für deinen Selbstwert, was hier passiert. Es muss nicht mal aktiv sein, dass sich hier jemand bei dir meldet. Das wäre natürlich möglich. Es könnte auch sein, dass du einfach eine Nachricht über diese Person erfährst, ne? Weil ich kriege hier schnelle Nachrichten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich hier was ganz anderes sehe als da. Ich sehe hier zwei unterschiedliche Sachen. Ich sehe hier eher eine schnelle Kommunikation, die Glück bringt, die dich in irgendeiner Form ans Ziel bringt. Und im emotionalen Bereich scheint es hier eine leichte Verstimmung zu geben, im zwischenmenschlichen Bereich, weil hier irgendwas, weil sich hier irgendjemand zurückgezogen hat. Ja, Entdeckungsreise sehe ich hier in Bezug auf das hier, weil du kommst hier an dein Ziel in Bezug auf irgendeine Sache mit diesem Glück, was hier reinkommt. Was ich eben schon gesagt habe, es kann wirklich sein, dass plötzlich irgendwie ein Geldgewinn da ist oder eine Geld oder du bekommst auf einmal Geld von irgendwoher, von deiner Arbeitsstelle, von einem Amt oder sonst was oder irgendeine Zahlung, auf die du schon länger wartest. Dann gibt es die hier. Beziehungsweise, was ich eben schon gesagt habe, ein Angebot wird dir gemacht, was dich glücklich macht. Jobangebot, ja? Oder ein Angebot zu einem Treffen, sonst was. Das ist irgendwie zielführend. Also, das ist irgendwas, worauf du schon länger wartest, weil wir haben hier auch dieses geduldige Sorgfalt, ne? Du wartest irgendwie schon länger darauf, du, und dann kommt das hier. Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg, sehe ich hier in dieser Karte, ja. Also hier ist man stark in seinem Selbstwert, ja. Man gibt sich auch selber den Wert. Also ich nehme es eher so wahr, dass diese Sache hier irgendwie, was hier so reinkommt, was du hier erfährst, was dich emotional, weil wie gesagt, ich sehe hier was ganz anderes als da. Das hat mit dem hier nichts zu tun.
Das hier, das ist was anderes. Da kommt irgendwie was rein, was dich ein bisschen verstimmt, ja. Und das könnte hier mit den Geheimnissen zu tun haben, ne? Weil ich habe es hier eben schon geklärt. Irgendwas scheint hier etwas aus dem Rückzug zu sein. Und das ist ein bisschen geheimnisvoll. Man fragt sich, warum? Warum ist hier was im Rückzug gewesen? Ja, oder warum wurde was zurückgehalten? Weil der Eremit, der ist für sich, ja, der bleibt bei sich, der geht hier nicht offen auf andere zu. Und sieben der Schwerter ist ein bisschen davonstehlen. Der Narr ist wieder so eine Offenheit. Es ist wieder so ein darauf zugehen. Also ich sehe hier tatsächlich in dieser Woche unterschiedliche Dinge, die hier auf euch zukommen. Es kann auch sein, dass es für dich so sein wird, dass nur eine von diesen Sachen eintritt oder tatsächlich beides. Es ist ja eine allgemeine Legung, von daher kann sie nicht auf alle zutreffen. Ich habe aber das Gefühl, es wird darum gehen, dass du dir selber vertraust, dass du hier stark bist und dass du bei dir bleibst. Ja, bleib hier bei dir, was auch immer hier auf dich zukommt. Ne? Ich sehe hier großes Glück, was reinkommen will. Und ich sehe aber auch, dass etwas reinkommt, was dich ein bisschen unzufrieden macht oder was dich ein bisschen verstimmt. Ja? Ich sehe beides. Interessante Woche. Ganz, ganz spannend. Ja, meine Lieben, das war es auch schon mit der Wochenbotschaft. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Die Infos dazu findet ihr unter diesem Video. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, einen lieben Kommentar. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, da heiße ich Artemis-Tarot22. Die Infos dazu und viele schöne weitere Empfehlungen, wie zum Beispiel die verschiedenen Kartendecks, die ich benutze, findet ihr immer unter meinen Videos. Und ich wünsche euch allen, meine Lieben, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.